Wenn Sie das Wort Holland hören, denken Sie bestimmt sofort an Tulpen, Mühlen, Käse und Holzschuhe. Aber vor allem auch an Delfter Blau. Möchten Sie wissen, wo das alles herkommt und wie es produziert wird und gleichzeitig etwas über die Geschichte lernen? Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle. Hier in Innengarten gibt es noch schöne Beispiele aus der Zeit, in der noch Baukeramiken gefertigt wurden. Denn die Porzellanflasche wurde schon in 1653 gegründet im alten Zentrum von Delft. Zwischen 1910 und 1913 wurde die Fabrik verlegt an die Stelle, wo auch heutzutage das Porzellan noch immer produziert wird. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-die, 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 da-ba-dee-da-ba-die. Ik hou van Holland, landje aan de Zuiderzee. Ik in mijn hart steeds mee. Daar waar die molens draaien in hun forse kracht. En waar de pollen bloeien in hun schoonste pracht. Ik hou van Holland met je bossen en je hei. Jouw Die weiße kleine Masse wird zuerst in Formen aus Gips gegossen. Das Wasser wird von dem Gips absorbiert, damit zum ersten Mal eine Phase entsteht. Diese Phase muss natürlich in einem Ofen gebacken werden. Die Temperatur im Ofen ist ungefähr 1100 Grad. Dann wird die Phase bemalt und noch einmal im Ofen gebacken. Und erst nach diesem zweiten Brand entsteht die bekannte blaue Farbe und ist die Phase schon glasiert. In der Porzellanflasche kann man vier Haupttechniken finden, nämlich Delfter Blau, Polychrom, Polychrom das ist ein vierfarbiges Porzellan, Delfter Schwarz, Peinacker Porzellan. Dieses Porzellan ist besonders schwierig zu malen, weil man auch echtes Blattgold auf der Glasur verwenden muss. Das einmal gebrannte Produkt nennt man Biscuit und muss bemalt werden. Dazu wird ein sogenanntes Sponsi verwendet. Das ist eine Plastikvorlage mit kleinen Löchern. Mit Holzkohle wird das Motiv auf dieses Biscuit angebracht. Danach ziehen die Maler diese dünnen gepunkteten Linien mit Pinseln aus Eichhörnchenhaar nach. Die schwarze Farbe enthält Kobaltoxid. Diese Kobaltfarbe wird mit Wasser vermischt. Je mehr Wasser, desto heller wird die Blaufarbe. Im Ofen verändert sich die Kobaltfarbe durch eine chemische Reaktion in das Delfter Blau. Hier sehen Sie das Handelszeichen der Porzellanflasche. Jeder handbemalte Artikel Royal Delft ist anhand unserer Firmenzeichen leicht zu erkennen. Unser Firmenzeichen enthält diese Symbole. Eine kleine Flasche, das Monogramm JT von Joost Hooft. Er war ein wichtiger Eigentümer der Manufaktur und hat das Symbol 1879 eingeführt. Links steht das Monogramm des Malers oder der Malerin. Rechts steht ein Jahrcode. Anhand dieses Jahrcodes können Sie erkennen, wie alt der Artikel ist.
Eine Auflistung der Jahrgolds ist im Ausstellungsraum erhältlich und auch noch ein Artikelnummer. Auch gibt es hier einen kleinen Shop, wo man ein Andenken kaufen kann. Von Hochschuhen bis zu Krawatten, für jeden ist schon etwas da. Leute, die richtig viel Geld ausgeben möchten, kaufen das schöne Delfter Blau. Das ist wirklich teuer. Zum Glück gibt es auch immer Sonderangebote mit 25% Rabatt. So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu, 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 to you and you and you. So long, farewell, auf Wiedersehen. I'd like to stay and taste my first champagne. No.